Hallo, meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich bei deinem Dualseelen-Reading. Starten wir gleich los und schauen uns mal die Gedanken deines Gefühlsklärers an. Und zwar sind hier die Karten gesunder Egoismus, weltliche Sorgen und die Treffen gefallen. Also er hat anscheinend sehr viele weltliche Sorgen, denkt aber auch darüber nach, sich mit dir zu treffen. Es ist ja auch der gesunde Egoismus gefallen. Das bedeutet eben, was seine weltlichen Sorgen betrifft, dass er sich da auch versucht durchzusetzen. Ja? Das hat hier vielleicht auch etwas mit den Treffen zu tun, ja? Dass das für ihn auch Sorgen sind, über die er nachdenkt. Aber er denkt darüber nach, sich mit dir zu treffen. Dass ihm das vielleicht oder dass ihm diese Treffen, vielleicht auch Treffen, wenn es in der Vergangenheit gegeben hat, dass ihm das ein bisschen Sorge bereitet. Ja, und dass er hier auch versucht, sich durchzusetzen. Also entweder hat er hier ganz andere weltliche Sorgen, wo es um sein Durchsetzungsvermögen geht, oder dass es hier wirklich um die Treffen mit dir geht. Ja, dass ihm das ein bisschen Sorge bereitet, dass er sich hier durchsetzen möchte, was die Treffen mit dir betrifft. Ja, also da ist hier natürlich beides möglich. Kann auch alles beides sein, ja, dass er weltliche Sorgen hat, aufgrund dieser weltlichen Sorgen vielleicht keine Treffen stattfinden und dass er sich aber hier auch durchsetzt, seine Sorgen in den Griff bekommt, damit er sich eben mit dir treffen kann. Ja, das können alle drei Varianten sein. Aber klar ist trotzdem, dass er an die Treffen mit dir denkt. Beginnt ja schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir uns seine Gefühlsebene an. Und hier sind die Karten Vereinigung, Beziehung, Wollen und Wiederholung. Das ist ja schon mal sehr schön. Also er möchte auf jeden Fall eine Beziehung mit dir. Wir haben die Vereinigung und die Wiederholung. Das heißt, es wird wieder zu einer Wiederholung kommen von gewissen Situationen. Das ist im Dualseelenprozess sehr oft der Fall. Ja? Aber auf emotionaler Ebene ist er hier ganz klar bei dir. Die Karte Vereinigung und die Karte Beziehung wollen heißt für mich, dass er hier auch Gefühle für dich hat, dass er hier auch eine Beziehung mit dir möchte. Aber ob es umsetzt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber du kannst dir hier sicher sein, dass er hier Gefühle für dich hat, denn sonst wäre hier auf der emotionalen Ebene nicht die Vereinigung und schon gar nicht die Beziehung wollen gefallen. Das ist ja hier die emotionale Ebene. Das heißt, er hat hier definitiv Gefühle für dich und er möchte hier auch mit dir eine Beziehung eingehen. Also das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Da kannst du hier wirklich beruhigt sein, falls du dich gefragt hast, ob er überhaupt Gefühle für dich hat. Die hat auf jeden Fall, er möchte hier auch eine Beziehung mit dir, ja, weil diese Wiederholung, also immer wieder dieses Denken an dich, ja, das sind so Wiederholungen in einem Dualseelenprozess, die einen immer wieder zum anderen hinbringt, ja, auf emotionaler Ebene. Und anscheinend scheint so zu sein, dass er, auch wenn er sich von dir versucht abzukapseln, ja immer und immer wieder an dich erinnert wird. Ja, das sagt hier diese Wiederholung auch aus. Schauen wir uns jetzt an, wie er sich nach außen gibt in Zukunft. Hier haben wir Lernaufgaben angehen. Das ist schon mal sehr gut. Dein Gefühlsklärer wird in Zukunft seine Lernaufgaben angehen. Wir haben hier auch die Nachdenklichkeit. Also er wird auch darüber nachdenken, was für ihn wichtig ist, was ihm diese Situation sagen möchte. Das ist auch hier seine Lernaufgabe, dass er ins Nachdenken kommt, was das ist, ja, wie es um seine Gefühle steht. Ja. Wir haben aber auch hier die Freundschaft. Er denkt auch sehr viel darüber nach, ob das nicht doch nur eine Freundschaft ist. Das ist es aber auf keinen Fall, denn sonst wäre hier nicht die Beziehung wollen gefallen. Ja, also er wird in Zukunft sehr stark an seinen Lernaufgaben arbeiten. Er wird auch sehr nachdenklich sein, was diesen ganzen Prozess betrifft. Also das ist schon mal ein sehr, sehr guter Entwicklungsschritt. Du kannst dir sicher sein, er geht an seine Lernaufgaben und er denkt auch sehr viel über die Situation und über die Bindung zu dir nach. Also das ist schon mal wirklich sehr, sehr schön. Also da kannst du schon mal sagen,
Er hat weltliche Sorgen, vielleicht auch was diese Treffen betrifft. Die möchte er auf jeden Fall. Er möchte hier auch eine Beziehung mit dir. Und er wird natürlich hier auch an seinen Lernaufgaben arbeiten. Was will man mehr? Sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Schauen wir uns jetzt deine Gedanken an. Und hier haben wir die Nähe zulassen, in Aktion gehen und den Neustart. Also du denkst schon darüber nach, über einen Neustart nach. Du denkst auch darüber nach, die Nähe zuzulassen und auch in Aktion zu gehen. Vielleicht bist du jetzt diejenige, die überlegt, hier wieder mehr auf ihn zuzugehen, wieder mehr in die Nähe zu zeigen, damit er diese Nähe auch zulassen kann. Vielleicht hast du das Gefühl, dass sehr viel auch von dir und deinen Aktionen abhängig ist. Ja, das ist aktuell das, an was du denkst. Und schauen wir uns am besten dann die nächsten Karten an, ob das so eine gute Idee ist, wenn du hier in die Aktion gehst. Ja? Schauen wir uns da einfach mal die nächsten Karten an. Schauen wir uns deine Gefühle an. Also gefühlsmäßig sieht es so aus, dass du den Kontaktabbruch, dass ein Kontaktabbruch für dich sehr schwierig ist, auf emotionaler Ebene. Denn hier haben wir Überwindung von Schwierigkeiten, Begegnungen im Traum. Also das sagt für mich immer, dass es für dich auf emotionaler Ebene sehr schwierig ist, den Kontaktabbruch zu machen. Ja? Weil du auch wahrscheinlich sehr viel träumst, vielleicht kommt er in Träumen vor, vielleicht hast du auch Tagträume, was ihn betrifft, dass er immer wieder im Kopf ist. Da ist natürlich so ein Kontaktabbruch ist sehr schwierig. Ja, und auch auf emotionaler Ebene ist einfach der Kontaktabbruch für dich von großer Überwindung. Aber ich sag mal so, du kannst dir jetzt sicher sein, dass er hier wirklich auch Gefühle für dich hat, dass er eine Beziehung mit dir möchte. Vielleicht erleichtert dir das auch den Kontaktabbruch. Denn wir wissen ja, dass ein Kontaktabbruch seitens des Loslassers auch sehr förderlich sein kann. Ja? Vielleicht überlegst du dir das, wenn du in Zukunft auf ihn zugehen möchtest. Aus welchem Motiv du das möchtest. Schauen wir uns einfach dann die Karten an, wie du nach außen wirkst. Und hier haben wir Kummer und Sorgen, Trennung, etwas beenden. Ja, also da liegt schon. Also du machst dir sehr, sehr viele Sorgen, was die Trennung, was die Beendigung betrifft. Ja, aber du solltest dich auch von diesem Kummer, von diesen Sorgen trennen und hier etwas beenden, was den Kummer betrifft. Also ich würde sagen, dir fällt es sehr schwer, den Kontaktabbruch von deiner Seite aus zu machen, weil du sehr gerne die Nähe zu ihm hast. Wir haben hier Nähe zulassen. Du möchtest auch gerne in Aktion gehen. Aber wir wissen ja, die Loslasser sollten ja eher so in die Distanz gehen. Ja? Aber es belastet dich halt sehr, dieser Kontaktabbruch. Das ist für dich auch sehr schwierig, das vielleicht zu hinzunehmen oder selbst nicht aktiv zu werden. Du solltest dich aber von diesem Kummer befreien. Der Kummer lag ja unterhalb von Kontaktabbruch. Also das ist für dich schon ein sehr heikles Thema und ein sehr schwieriges. Aber das ist hier auch deine Lernaufgabe oder die Lernaufgabe der Loslasser. Hier wirklich auch bedingungslos loszulassen und trenn dich auch von diesem Kummer, von diesen Sorgen. Du kannst dir sicher sein, dass er Gefühle für dich hat, dass er hier auch sich eine Beziehung vorstellen kann. Aber wir wissen ja, solange ein Loslasser wirklich Schwierigkeiten hat mit einem Kontaktabbruch, der dann immer wieder verzweifelt, ist halt dann eine Beziehung nicht möglich. Ja? Also liegt sie auch sehr an dir, ob du jetzt immer wieder den Kontakt suchst und so weiter, ob du das nicht wirklich abbrichst, ja? Dass du dich einfach davon distanzierst. Denn so kann nur dieser Prozess weitergehen. Wenn du immer wieder Schwierigkeiten hast mit dem Kontaktabbruch, wenn du dann verzweifelst, geht leider nichts weiter beim Dualseelen. Prozess. Es ist leider so. Ja, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, nur meine eigenen und auch die von meinen Kunden, von meinen täglichen Beratungen zeigen mir immer wieder, dass wenn ein Loslasser wirklich immer wieder den Kontakt sucht, die Nähe sucht, geht es einfach nicht weiter. Ja, was du im Endeffekt daraus machst, ist eh deine Sache. Aber ich kann dir eben nur hier diesen Tipp geben, auch wenn du verzweifelst, denk dran, er hat Gefühle für dich. Ja, du hast hier keinen Grund zu verzweifeln. Schauen wir uns jetzt eure gemeinsame Energie an. Und hier haben wir Erwartungen, keinen Kontakt wollen und Affäre wollen. Also keinen Kontakt wollen und Affäre wollen ist ja eigentlich widersprüchlich. Ich glaube aber, dass hier zu viele Erwartungen sind.
ja, dass man deswegen auch keinen Kontakt möchte. Und dass man auch, dass du vielleicht die Affäre nicht, oder dass du keine Affäre sein möchtest, ja. Für mich heißt diese Dreierkombination einfach, man hat zu viele Erwartungen, deswegen möchte man auch keinen Kontakt und auch keine Affäre, denn eigentlich ist ja das Kontaktwollen eine Widersprüchlichkeit, ja. Aber für mich ist das eben eine Kombination, wo ich sage, man möchte auch keinen Kontakt und auch keine Affäre, weil einfach die Erwartungen zu hoch sind. Kann sein, dass es deine Erwartungen sind, die einfach zu hoch sind und dass man deswegen auch keine Affäre möchte. Ja? Er sowieso auch nicht, weil er möchte eine Beziehung mit dir. Und meistens ist es einfach so, diese sexuelle Anziehungskraft, da glaubt man einfach, es ist nur das Sexuelle, ja? Dass man nur eine Affäre leben kann. Aber das möchte man hier auch nicht, weil einfach die Erwartungen zu hoch sind. Ist es jetzt einfach so, dass eher ein Kontaktabbruch stattfinden sollte? Ja? Schauen wir uns jetzt die Botschaft für deinen Gefühlsklärer an, deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Also du kannst dir sicher sein, dass ihr auf Seelenebene miteinander kommuniziert, dass ihr Seelenpartner seid. Auch dein Gegenüber bekommt solche Informationen. Ja, das sind eben diese Wiederholungen, dass er immer und immer wieder Erinnerungen an dich bekommt, sei es deinen Namen immer wieder hören oder dein Geburtsdatum oder was weiß ich, irgendwas, was mit dir zu tun hat, kommt immer und immer wieder. Das muss auch so sein, das ist auch schön so, denn so kommt man ja weiter. Aber wie gesagt, er kann nur weiter, wenn du hier wirklich mit dem Kontaktabbruch keine Schwierigkeiten mehr hast. Schauen wir uns jetzt deine Botschaft an. Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Passt dir gut zu dem, was ich gesagt habe. Unbeschwerter sein, mehr in die Leichtigkeit gehen, die Verzweiflungen wegschieben. Du hast hier keinen Grund zu verzweifeln. Dann macht es für dich natürlich auch leichter, dieser Kontaktabbruch, wenn du einfach wieder mehr in die Leichtigkeit gehst. Das passt ja wieder gut zusammen. Schauen wir uns dann an, was dein Geistführer zu sagen hat. Ja, super, perfekt. Verbundenheit. Schau mal, ihr seid miteinander verbunden, darauf kannst du vertrauen. Da brauchst du diesen Kummer, diese Sorgen nicht mehr. Schau dir diese Karte an, ihr seid miteinander verbunden. Da brauchst du keine Sorgen haben, da kannst du wirklich loslassen und auch brauchst du hier keine Schwierigkeiten mit diesem Kontaktabbruch haben. Ihr seid miteinander verbunden und es geht weiter. Aber es hängt halt wirklich viel von dir ab. Es ist nun mal so, dass wirklich, solange ein Loslasser macht, tut, kann auch der Gefühlsklärer mit. Also du machst das ja auch für deinen Gegenüber, ja, damit es weitergeht. Schauen wir uns dann noch dein Krafttier an, was dich begleitet. Und hier haben wir den Falken für die Schnelligkeit. Also es kann schon sein, dass hier sehr schnell etwas in Bewegung kommt. Wir wissen ja, dein Gefühlsklärer wird Lernaufgaben angehen. Das wird auch sehr schnell passieren. Das heißt für dich aber auch, dass du weiter tun sollst, ja, bei deinen Lernaufgaben. Und dieses Krafttier, der Falke, unterstützt dich dabei, bei der Schnelligkeit, etwas schnell in die Gänge zu bringen. Abschließend schauen wir uns jetzt noch deine Lernaufgabe an. Ja, passt perfekt. Leuchtende Zukunft, was will man mehr? Du gehst einer leuchtenden Zukunft entgegen, wenn du deine Lernaufgaben angehst. Es kann nicht schöner sein, ja? Also er geht hier definitiv seine Lernaufgaben an. Das heißt für mich auch immer, wenn der Gefühlslehrer seine Lernaufgaben angeht, macht es der Loslasser auch, ja? Weil der Loslasser ist immer der Erste. Also kannst du dir hier, wenn du immer wieder zweifelst, im Zwiespalt bist, sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du gehst einer leuchtenden Zukunft entgegen, ja? Du bist verbunden mit deinem Gegenüber. Also kannst du hier ruhig darauf vertrauen und vor allem diese Sorgen, ja, diese Verzweiflung, die sind hier wirklich unnötig, ja? Da machst du dir einfach unnötige Gedanken. Vor allem, es ist ja eine sehr schöne Karte auf der emotionalen Ebene gefallen, die Beziehung wollen. Was will man mehr, ja? Es könnte hier auch wirklich nur liegen, Affäre wollen oder die Trennung, ja.
und dann kannst du dir Sorgen machen. Aber so brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Du kannst auf deinem Weg weiterbleiben. Du bist auf dem richtigen Weg und du gehst einer leuchtenden Zukunft entgegen. Ja? Mehr kann ich dir zu dieser Legung wirklich nicht sagen. Es sieht sehr schön aus. Geh wieder mehr in die Leichtigkeit rein. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Bei Fragen kontaktiere mich einfach. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute auf deinem Dualseelenweg. Ciao!